mit dem Kopf, den schieben wir bitte immer so ein bisschen nach hinten. So dass ich ein bisschen anfühlt wie ein Doppelkipp. Und dass du das Gefühl hast, hinten der Hals, der Nacken ist schön gerade. Und dann zieh mal jetzt das Knie nach oben, mach dich immer noch lang. Lass den Brustkorb oben, lass den Kopf hinten, da wo du ihn gerade noch hingezogen hast. Schön aufrichten. Prima. Jetzt geh mal mit den Armen bitte zur Seite. Streck die Arme schön aus. Und dann dreh deine Daumen nach hinten und nach vorne. Richtig schön fest, dass du deine Handgelenke spürst, deine Kniegelenke. Ziehst du nach oben. Jetzt schau nochmal, dass du hier etwas mehr drehst. Spür das in den Ellbogengelenken. Und dann nehmen wir zum Schluss auch noch die Schultern mit dazu. Und rollen die Schultern nach vorne und nach hinten. Spür oben hinten an deinem Rücken die Schulterblätter. Die ziehst du kräftig nach unten und nach oben und nach unten und nach oben. Jetzt 7 Stück noch. Und dann haben wir nur noch 4 Stück. Schön groß. Knie immer noch nach oben ziehen. Spür deinen Hüftbeuger. Wieder nur die Arme ohne Schulter. Yes. Lass die Handflächen jetzt mal oben. Das heißt, deine Schultern sind hinten, unten. Schulterblätter richtig schön nach unten zusammenziehen. Wieder aufrichten den Brustkorb. Die letzten 4 schnell. Und jetzt werden wir langsamer. Rechts und links. Schau mal immer auf dein vorderes Knie und dann dreh den Oberkörper zum vorderen, zum nach oben kommenden Bein. Versuch das Standbein festzumachen. Standbein ist die Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule und das Standbein bleiben schön fest. 4 noch, 3 noch. 2 noch. Und wieder nur die Knie. Gut. Lass die Arme schön oben. Ich weiß, da wird die Schulter gerne mal müde. Macht nichts. Jetzt geht immer die gegenüberliegende Hand an die Innenseite von deinem Kniegelenk. Ohne zu greifen und ohne zu ziehen. Im Gegenteil. Jetzt fängst du an zu drücken. Drück die Handfläche schön an die Innenseite vom Knie ran. Der Oberkörper darf auch ein bisschen mit nach vorne kommen. Dann darfst du einrollen. Und da erinnert dich dieser Druck daran. Jetzt den Bauch. Einziehen, strecken. Einziehen, strecken. Yes. Da haben wir nur noch 4 Stück davon. Dreh den Daumen immer wieder nach hinten auf. Öffne den Brustkorb. Deine Haltung. Achtung, immer dreimal halte. 3. Hallo, liebe Anna. Und das Body Up Autogramm ist auch dabei. Herzlich willkommen. Nochmal. Bald geht's los. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Nochmal. 3, 2. Schön Brustkorb öffnen. Immer wieder nach hinten ziehen. Und hier feste drücken. 3, 2, 1, nochmal, 3, 2, 1, schon das letzte Mal, 3, 2, und wieder locker marschieren, Schultern zurückreisen, ganzen Körper schön in Bewegung halten, versuch mit jedem Kreisen deiner Schultern zu spüren, wie hier Wärme in die Schultern kommt, es wird richtig heiß in den Schultern, schön durchbluten. Schulterverletzungen hat, perfekt. Hier wollen wir Sauerstoff reinpumpen, kräftig atmen und schön nach hinten runter. Manchmal knackt es auch. Ja, 2 noch. Prima. Und dann tippst du wieder mit der Zehenspitze rechts und links und diesmal tippst du nach außen. Geh ruhig ein bisschen tiefer.
Du kannst die Hände auch gerne mal aufräumen oder du nimmst die Arme zur Seite. Das erinnert einen immer so ein bisschen, wieder das Brustbein zu heben. Schön tippen. Und jetzt versuch mal das Tippen wegzulassen und das Bein zur Seite zu heben. Aktiviere die Bauchmuskeln. Schönes im Pilates. Würde die Kathi jetzt sagen oder die Marion? Powerhouse. Ja. Das war das wirklich Tolle in den letzten Wochen. Ich habe so viel bei meinen Kollegen gemacht und zugeschaut, dass ich ganz viel Tolles, Neues auch, was heißt Neues, was nicht, aber einfach mal eine andere Art und Weise, sich auszudrücken. Sehr, sehr interessant. Hat richtig Spaß gemacht. Und die letzten Schnelle. 4, 3, langsames Tempo, rechts, links, rechts, schön. Und dann nimmst du immer den gegenüberliegenden Arm mit. Und du weißt, wenn wir an der Haltung arbeiten, an den Rückenmuskeln, versuch dich bitte zu strecken. Aktiv arbeiten hier. Der lange Arm zieht aus dem Schultergelenk raus. Und das Bein zieht kräftig aus dem Hüftgelenk raus. Spür mal, Außenseite, Abduktoren, feste ziehen. Jawohl. 7, 6, in die Diagonale, so lange es geht. Noch 4, noch 3, noch 2. Achtung, wieder dreimal halten. 3, 2, 1, zurück. 3, 2. Immer noch schöne Strecke. Nochmal. 3, 2. Zieh so ein bisschen nach hinten jetzt mehr. Brustkorb öffnen. Hüftbeuger lang ziehen. Gut. Immer gegenüberliegende Seite. So, seid ihr bereit, das noch einmal ein bisschen schwerer zu machen? Ich hoffe, ihr steht gut. Achtung, immer noch auf 3. 3, 2, 1, zurück. 3, 2, 1, zurück. 3, 2, perfekt. Steht ihr gut? Nützt den Fuß bitte. Nochmal. 3, 2, 1. Bauch ist angespannt. Jetzt hier. Wieder strecken. Nochmal. 3, 2, 1. Und tief. 3, 2, 1. 4 Stück noch. Komm. 3. Ziehen. 3 noch. Ab. Sensationell. Letzten 2. Schön bewegen bitte. Letztes Mal. Prima. Knie beugen. Setz dich tief. Schau mal, dass deine Füße gerade stehen. Ihr könnt es mal ausprobieren. Wenn ihr einfach so ein paar Schritte macht. Rechts, links. Und dann bleibst du stehen. Und dann schaust du nach unten auf deine Füße. Und schaust mal, welcher Fuß vorne, welcher Fuß hinten steht. Ist ganz interessant. Also bei mir stehen die meistens nie nebeneinander, sondern immer so ein bisschen versetzt. Wir bleiben wieder dreimal tief. 3, 2, 1, komm hoch. 3. So, jetzt stell dir deine Wirbelsäule vor. Die ist lang und gerade. Das ist wie so ein kleiner Besenstiel, der an deiner Wirbelsäule entlang ist. Vom Nacken bis zum Steißbein. 3, 2. Und den wollen wir jetzt rund machen. 3, rund, gerade, komm hoch. Tief, rund, gerade, hoch. Nütz bitte die Hände auf dem Oberschenkel. Die drücken dich in die Rundung rein. Und jetzt nütze auch die Bauchmuskeln. Die drücken dich genauso in die Rundung hinein. Tief, 2, 1 und hoch. Tief. 2, 1 und hoch. Tief. 2, 1 und hoch. Tief. Machen wir noch 2 Stück davon. Tief. Und der letzte schon. Und jetzt bleib einfach hier. Beweg das Becken vor und zurück. Beweg die Schulterblätter auseinander und zusammen. Und wenn du möchtest, mach ein paar jetzt hier. Nimm mal den Kopf mit. Entweder schnelles Tempo
oder du gehst in dein Wohlfühltempo über. Letzten paar Sekunden. Jawohl. Und dann roll dich bitte auf. Schön nach oben rollen. Schön die Schulter. Nimm mal deine Füße. Weiter auseinander jetzt. Heb mal die rechte Ferse nach oben. Und dann dreh dich in einen Ausfallschritt. Schön aufrichten, wieder nimm die Arme nach hinten. Geh tief, komm hoch. Tief, hoch. Jawohl. Paar Ausfallschrittchen hier. Beine aktivieren. Hinterer Oberschenkel wird auf dem Weg nach unten zur Verlängerung deiner Wirbelsäule. Noch sieben. Das macht ihr genau richtig. Und die letzten vier noch schön tief. Noch drei. Und jetzt bleibt mal unten. Ganz klein, schiebt mal das Gewicht ein bisschen nach hinten. Schau mal, dass vorne deine Zehen entspannt auf dem Boden sind. Die sind nur fürs Gleichgewicht. Yes, sieht super aus. Stütz dich mal ab. Und jetzt geh hinten mit dem Knie auf den Boden. Und dann bring deinen Oberkörper nach vorne auf das Bein. Und dann hängt ein Arm hier locker. Jetzt ist der rechte nach unten. Und du ziehst. Schön zur Seite. Gut. Viele fragen immer, kann man zur Wirbelsäule auch Gewichte nehmen? Natürlich. Wenn du leichte Handgewichte hast, hast du hier ein Gewicht in der Hand und ziehst es mit nach oben. Das geht auch mit einem Gummiband. Der vordere Fuß steht auf dem Gummiband. Der Arm zieht das Gummiband nach oben. Versuch aber, immer an deinem Schulterblatt hinten zu arbeiten. Das möchtest du spüren. Ja, wir haben es vorher hier hinten schon mal zurückgezogen. Wir haben es auch schon nach oben und nach unten geschoben. Das versuchst du hier auch. Wir sehen gleich durch. Schön. Und dann hältst du den Arm mal bitte oben, ganz klein. Wenn du hier sicher stehst und gut abgestützt bist, kannst du deine linke Hand auch mal auf den Boden nehmen. Und dann kannst du gerne mal ein bisschen aufdrehen. Wenn es eher unangenehm ist, bleibst du in der Gerade. Zieh schön das Schulterblatt nach hinten und schau mal auf den Daumen dahinter. Vielleicht findest du schon den nächsten Punkt, wo der Daumen gerne hin möchte. Prima. Letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker. Richte dich auf und dann dreh dich auf beiden Knien nach vorne. Lass die Arme wieder locker hängen. Nimm die Arme jetzt zur Seite. Handflächen nach unten. Und jetzt drückt kräftig nach unten. Jawohl. Hallo Andrea. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute haben wir uns nicht. Aber gestern. So, schön. Jetzt drück ruhig ein bisschen fester auf die Ellbogen. Bitte achten, die sind gestreckt. Schultern sind tief. Über die Gesäßmuskulatur schiebst du das Becken nach vorne, dass die Hüftbeuger richtig schön lang gezogen werden. Brustkorb oben. Und dann stoppen wir hier mit den Armen. Dreh die Daumen jetzt nach oben. Handflächen zeigen zu mir nach vorne. Und jetzt schubst das Ganze nach vorne. Eine meiner Lieblingsübungen im Sommer, wenn ihr mir die ganze Luft zufächelt. Gar nicht, ob ich das diesen Sommer auch machen darf. Überlegen wir. So, schön feste. Schultern, oben, macht nichts, halten wir durch. Im Gegenteil, jetzt streckst du den Hals noch mal ein bisschen länger raus. Mach den Körper fester, dass sich wirklich nur die Arme hier bewegen. Schönes Flattern hier. Feste, gestreckte Arme. 4 Sekunden noch. Noch 3. Noch 2. Oh, dann nimm die Arme mal langsam nach unten. Lass sie mal locker schwingen. Der schwere Arm reicht schon aus, um das Schultergelenk
begonnen. Aber wirklich gemütlich schwingen lassen. Du drehst dich auf die andere Seite. Dein rechtes Bein in dem Fall kommt nach vorne. Und den Oberkörper legst du nach vorne ab. Rechter Arm ist entspannt. Rechte Schulter bitte weg vom Ohr. Linker Arm zieht. Prima. Wenn dir das unangenehm ist, dich hier vorne abzulegen, dann stütz dich mit dem Arm bitte ab. Versuch den Oberkörper so tief es geht zu bekommen, dass du hinten das Schulterblatt bestmöglich bewegen kannst. Schön zieht, Daumen zieht nach oben, Brustkorb öffnen. Haben wir heute Conny, hallo. Schön, dass du da bist. Weil ich dich gerade habe, Mittwoch, nächste Woche, TRX 10.15 Uhr, anmelde. Halbe Mannschaft haben wir, das heißt, wir müssen doppelt Gas geben. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Letzten zwei. Und dann haltet oben. Und jetzt hier oben ganz klein. Wenn du dich wohlfühlst, nimmst du den anderen Arm auf den Boden. Ziehst so ein bisschen nach oben zur Decke. Schöne Rotation. Abstützen bitte. Oberkörper lastet auf dem Oberschenkel. Anderer Arm unterstützt das Ganze. Prima. Paar Sekündchen. Schau auf den Daumen. Such dir den nächst weiteren Punkt. 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2. Und tief gehen. Komm wieder nach oben. Und komm jetzt mal hier in einen Vierfüßlerstand. Auf beide Hände, auf beide Knie. Hinter die Zehenspitzen stellst du auf. Flache Hand. Zeige bitte mit den Fingerspitzen nach vorne. Ich weiß, es wird weich gerne aus, nach außen. Dann passiert allerdings auch was mit den Schultergelenken. Die werden auch verdreht. Versuch so sauber, so gerade wie möglich zu arbeiten. Wenn es dir schwerfällt, immer wieder Pausen einbauen. Die Knie hebst du jetzt einen Zentimeter hoch und wieder absetzen. Nochmal hoch und wieder absetzen. Nochmal hoch und wieder absetzen. Schön hoch. Achtung, jetzt immer dreimal. Halten, 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 tief. Drei, 2, 1, nochmal. 3, 2, schön gestreckte Ellbogen. 3, 2, 1, nochmal. Du atmest die gesamte Zeit gleichmäßig weiter. 3, 2, 1, zweimal noch. 3, 2, 1, letztes Mal. 3, 2, absetzen. Streck dein rechtes Bein nach hinten. Hallo Silvi, hallo Julio, ich hoffe ihr macht noch mit, steigt ein. Sind wir gerade auf der ersten Seite, linker Arm nach vorne, halten bitte. Nur halten, nichts anderes halten. Schau auf deine Matte, Doppelkinn, schieb den Hinterkopf ein bisschen nach oben Richtung Decke. Streck den Arm bitte länger, streck das Bein bitte länger. Jetzt schließ mal deine Augen. Wann immer es wackelt. Perfekt. Es darf wackeln. Jedes Mal, wenn du wackelst, mussten deine Reflexe wieder arbeiten. Also lass es ruhig wackeln. Arbeite dran. Letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2, zurück zur Mitte. Wenn du mit den Handgelenken Schwierigkeiten hast, setz doch jetzt mal die Faust auf. Macht es ein bisschen schwieriger. Zehenspitzen wieder aufstellen und die Knie heben. 3, 2, 1, zurück. Nochmal 3, 2, 1, zurück. Nochmal 3, 2, 1, zurück. Nochmal 3. Schau schön auf die Matte und versuch, dein Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Auf die Faust zweimal und auf die Zehen hinten. 3, 2, 1, 2 Stück davon, hoch, hoch, hoch und tief. Letztes Mal, 2, 1 und tief.
Hände gerne wieder ausfahren. Linkes Bein geht nach hinten. Rechter Arm jetzt nach vorne. Nur halten. Schau wieder auf die Matte. Schließ die Augen. Nur halten. Vorher haben wir es schon mal gehabt. Zieh dein Bein richtig aus dem Hüftgelenk raus. Zieh den Arm richtig aus dem Schultergelenk raus. Die Gelenke freuen sich, die lieben das. Nimm mal Platz. Gemacht wird. 8, 7, 6, 5. Streck dich länger. 3, 2. Komm zur Mitte zurück. Schön. Setz dich jetzt auf deine Matte und streck die Beine nach vorne aus. Richtig schön lang. Wir aktivieren hier bitte die Bauchmuskeln. Du lehnst an einer ganz geraden Wand. Und dann wird die Wand auf einmal weggenommen und du sitzt immer noch genauso gerade. Drück mal deine Knie so fest in den Boden, dass vielleicht sogar die Fersen vom Boden abheben. Bleib ganz gerade sitzen, streck die Arme nach vorne. Und nur die Arme rudern nach hinten. Eng am Körper. Gut. Zieh und strecke. Versuch deine Wirbelsäule immer wieder länger zu machen. Jedes Mal, wenn die Ellbogen hinten ankommen, dann drückst du das Brustbein wieder höher. Und du atmest gleichmäßig bitte weiter. Schön, zieh die Zehenspitzen nochmal fester ran. Drück deine Kniekehlen nochmal fester hinten. Gegen den Boden. 4 Stück noch. Feste ziehen. Und 3. Und 2. Und dann bleibt der Ellbogen hier unten. Jetzt drück die Oberarme an den Körper. An deinen Ellbogen siehst du 92 Grad Winkel. Und die Faust drückt nach außen. Schön ziehen. Die Rotatorenmanschette hinten. Nütze. Wer ein Gummiband hat, nimmt es in die Hand. Ziehst es auseinander. Perfekt. Versuch nochmal hinten deine beiden Schulterblätter zu lokalisieren. Und kneif die Hände fest zusammen. Schön. Knie nochmal anspannen. Strecken hier. Oberschenkel Vorderseite zittert. Zehenspitzen ranziehen. Kniescheibe ist richtig rangezogen. Schön. Da haben wir nur noch 4 Stück. Ein bisschen kräftiger nach hinten öffnen. 3, 2 und locker. Ganz kurz mal deine Beine bitte entspannen. Stell mal kurz die Füße auf. Bevor wir gleich hier nochmal weitermachen, nimm deine Hände hinten in die Kniekehlen und jetzt mach die Wirbelsäule langsam rund. Lass die Schultern immer tiefer sinken. Lass die Schulterblätter auseinandergleiten. Mach den Kopf locker, dass die Nackenrückseite gedehnt wird. Und dann ziehst du dich wieder nach oben. Streck die Beine wieder nach vorne aus. Bring sie wieder in die gleiche Spannung wie gerade eben. Oberschenkel Vorderseite. Zieh deine Kniescheibe rein. Kniekehlen hinten drücken in den Boden und vielleicht heben die Fersen sogar vom Boden ab. Jetzt nimm deine Hand, deine beiden Arme hinten an diese Wand, an der deine Wirbelsäule lehnt. Schau, dass die Ellbogen schön seitlich auf Höhe der Schultern sind. Zieh die Ellbogen tief und hoch. Wer eine Wand hat, oder auch mal am Boden, probier das mal aus, um die Beweglichkeit in deinen Schultergelenken zu testen. Schön tief ziehen und nach oben strecken. Tief ziehen, nach oben strecken. Jawohl. Versuch hier den gesamten Radius zu nutzen. Wer schon mal Schulterverletzungen hatte, wird es dir merken, dass es eingeschränkt ist. Dann versuchst du es beim nächsten Mal im Rückenlager auf dem Boden. Oder sitzend an einer Wand. Hier kannst du immer schön überprüfen, ob beide Arme das gleiche machen. Gut, jetzt machst du noch mal ein paar. 2 Minütchen noch. Schön nach unten ziehen. Streck dich. Und
ziehen. Jetzt nochmal Spannung in die Beine. Und die letzte Wiederholung strecken. Noch einmal kräftig tief ziehen. Sensationell. Locker bitte die Beine, Fußgelenke, Waden hinten, vorne, Oberschenkel, Vorderseite. Und dann leg dich für ein Momentchen noch auf den Rücken, bitte. Sauber abrollen. Stell die Füße auf, nebeneinander, hüftbreit. Nimm die Arme nach oben zur Decke. Schau, dass die Schulterblätter liegen auf der Matte. Heb das Becken hoch und tief. Nütz bitte hier nochmal die Gesäßmuskulatur. Die Beinrückseite. Um hier vorne die Hüftbeuger, die gerade wieder auf Vollspannung waren, in die Länge zu ziehen. Hüftbeuger sind sehr, sehr gerne sehr angespannt und führen zu Stress im unteren Rücken. Also bitte dehne, mobilisiere das, was wir gerade machen. Noch 7, noch 6, noch 5. Jetzt nochmal feste, richtig nach oben. Letzten 2. Gut. Ablegen. Jetzt die Arme. Einmal rechts, einmal links. Dein Schulterblatt hebt von der Matte ab. Und in so vielen Übungen heute haben wir die Schulterblätter zusammengedrückt und nach unten gezogen, weil es so wichtig ist für deine Haltung. Aber auch hier sitzen gern Verspannungen. Und schon wieder müssen wir mobilisieren und lösen und dehnen. 7. Streck die Arme jetzt nochmal so lang, dass du deine Ellbogengelenke auch spürst. 4. Bis in die Fingerspitze. 2. Jetzt gehen die Arme langsam zum Boden und wieder hoch. Zum Boden tief. Mach ein Doppelkinn. Schau mit den Augen nur ein bisschen Richtung Kniegelenke. Schau mal, ob beide Arme gleichzeitig am Boden ankommen. Oder welcher Arm immer wieder der erste ist. Gleich lass ein bisschen aus. Letzten 4. Letzten 3. Letzten 2. Und beim letzten Mal lässt du die Arme bitte liegen. Und entspannst dir die Ellbogen. Wenn die Ellbogen hier entspannt liegen können, perfekt. Wenn das nicht geht, nimmst du die Arme entsprechend zur Seite. An dem Punkt, wo deine Arme liegen können. Und dann schieb mit den Knien nach rechts und nach links. Roll mit dem Becken über die Matte. Spüre, wie am äußersten Punkt der Beckenknochen hier oben von der untersten Rippe weggezogen wird. Für jede Seite noch einmal. Dann stellst du entweder die Beine in der Mitte auf und kommst mit etwas Schwung nach oben oder du rollst über die Seite rückengerecht auf, setzt dich in den Schneidersitz, sodass deine Knie entspannt sind. Vielleicht musst du die Beine etwas mehr lockern. Roll nochmal schön die Schulter nach hinten, nach unten. Bring hier nochmal Sauerstoff durch. Das Ganze nochmal. Dann lässt du die Schultern am untersten Punkt und entspannst auch die Ellbogen. Dreh den Kopf nach rechts, nach links. Schau mal, ob es auf beiden Seiten gleich weit geht, ohne dass du die Kraft aufwenden musst. Lass den Kopf nochmal in der Mitte. Bring das Kinn nach vorne und langsam das Kinn nach oben.
eine Säule, es ist eher beweglich. Und wir wollen sie auch beweglich halten. Und dann richtest du den Kopf wieder gerade auf. Und leider ist es schon eine halbe Stunde wirklich schnell vergangen. Ich hätte da doch noch so ein paar Sachen gehabt, die ich gerne mit euch gemacht hätte. Aber das machen wir stattdessen. Nächsten Mittwoch wieder live. 9 Uhr in der Früh die Wirbelsäule bei mir oder am Abend nochmal um 18 Uhr. Also bitte meldet euch an. Heute Abend würde ich das freischalten und dann möchte ich da die Zahlen nach oben schnell nehmen. Je mehr ihr euch anmeldet, desto schneller können wir unser Kursprogramm erweitern. Und da freuen wir uns drauf. Wir werden euch heute nochmal eine E-Mail schicken, wo alles genau drinsteht und die Regeln bitten wir euch wirklich einzuhalten, weil wir müssen da uns drauf dran halten. Ihr seht es, Handtuch muss so groß sein wie die Matte, sonst leider keine Möglichkeit mitzumachen. Wenn du eine eigene Matte hast, bring sie mit. Ja, das sind so Kleinigkeiten für den Kursbereich. Da haben wir ein tolles Konzept, wir haben euch alles aufgeschrieben, die E-Mail geht heute spätestens morgen raus. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, freitags bin ich am Telefon, 10 bis 16 Uhr, freue ich mich auf euren Anruf. Ansonsten, Bewegung ist Leben, unser Motto. Diese Woche noch online, nächste Woche wieder offline, dafür live im Studio. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße aus dem Studio, aus dem AJs, eure Mel.